Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu nochmal Dagger for Unity Teil 32, wenn ich mich nicht falsch erinnert habe. Nein, habe ich nicht. Gut. Wir sind immer noch. Wo sind wir überhaupt? Ey, wir sind schon in den Rufgarian Mountains. Ah, wir sind hier. Und wir müssen. Ich glaube, hier hoch. Nach Shit Anstand. So. Find. Genau, da hoch muss man. Das heißt, ich werde hier einfach. Ich werde tatsächlich einfach. Doch, ich muss eigentlich hier fast dann nach Norden. Die Straße nach Norden weggeht und hier weiter nach Osten und dann von hier rüber. Das ist wahrscheinlich am kürzesten. Am schnellsten. So, jetzt muss ich aber nur kurz die Vorschau ausschalten, damit ich bessere Performance habe. So, genau. Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch mal geschaut, was es denn an Neuerungen gibt in den neueren Versionen von Dagger for Unity. Und ich treffe auf jemanden, der am Beten ist. Den ignoriere ich tatsächlich jetzt kurzzeitig. Es gibt wohl einige Verbesserungen in den Versionen, die nach dieser Version des Spiels rausgekommen sind. Jetzt muss ich nur erstmal schauen und die ganzen Mods runterladen und dann gucken, ob ich tatsächlich update, was tatsächlich ganz klug sein könnte. Ich möchte jetzt erstmal auf jeden Fall. Doch, ich reiß hier hoch. Das sieht gut aus. Ja, es gab wohl einige Shader-Änderungen in den Nachfolgeversionen, die eigentlich ganz hübsch aussehen. Oder auch, dass man keine Post-Processing-Mod mehr braucht, weil das alles ins Spiel integriert worden ist. Ja. Oh. Der Wagen quietscht. Da können wir vielleicht was dagegen tun. Super, hat sich ja schon rendiert. Genau, nee, ich möchte schauen, dass ich die ganzen Mods übernehme. Vielleicht kann ich auch, Mods hinzufügen, die nicht anständig funktioniert haben, aber da muss ich mal schauen. Nightsmore, okay, und es wird sehr kalt. Da muss ich mal schauen. Ach stimmt, wir sind in den Rufgarian Mountains. Da sehen ja die Gebäude anders aus. Das habe ich ganz vergessen. Das ist eigentlich ein ganz nettes Detail. Hier muss ich jetzt irgendwo rein. Thank you.
Hey, ich habe einen Aufstieg. Sehr schön. Oh, dann gehe ich auf. Ich überlege gerade. Da gehe ich auf jeden Fall drauf. Intelligenz wäre auch ganz klug. Intelligenz gibt mir ja, glaube ich, ich habe, glaube ich, dreifach Magie. Genau. Das ist vielleicht eine gute Kombi. Sehr schön. Ah, ich glaube, dann reste ich aber noch für 2 Stunden. Ich wache auf. Das ist gut, weil die Alternative ist nicht so gesund. Night's More, okay. Muss ich mal kurz schauen, wo ich, ob ich dann weiter nach Norden muss oder. Da ist quasi Nord Osten, geht's weiter. Schau mal, also ich versuche in diesem Teil auf jeden Fall nach Sedanschen zu kommen, zumindestens. Ob man da noch viel in. Ob ich da noch viel in Sedanschen selber mache, muss ich schauen. Ah, habe ich nicht irgendwie. Hatte ich hier nicht Nähzeug? Ja. Nutze ich das Nähzeug auf mein. Ich habe 5 Rationen, das sollte ich nicht relativ weit kommen.
Ja, das wollte ich nämlich schauen, ob ich überhaupt genug Rationen hätte jetzt für. Okay, das war jetzt sehr knapp. Jetzt muss ich ganz genau überlegen, was ich mache. 5x5. Schöner neuer Hintergrund, der gefällt mir. Ich benutze dich und hoffe, dass das ausreicht. Okay, es geht. Es ist gut. Nämlich gerade das, was ich nämlich wollte, schauen wollte, weil ich so einen plötzlichen. Das eskaliert ja ziemlich schnell. So. Das war schon sehr knapp. Ich habe Fragen. Und das ist sehr brutal, aber ich habe Fragen. Ich muss irgendwo auf einem Mob-Spawner irgendwie gecampt haben. Dann tue ich aber erstmal alles Zeug ablegen, was ich nicht brauche. Die ist natürlich nicht schlecht. So. Ist hier irgendwas so Wichtiges, was ich nicht brauche? Nein. Thank you.
Brauche ich eine Heilung? Ja. Ich kann ja einen Vial of Panacea machen. Ja. Also, ich habe nicht genug Geld. Das macht aber nichts. Also, ich friere mir den Arsch ab. Stand gerade dran. Nicht so vulgär ausgedrückt. Ach, das ist zusätzlich noch drüber. Okay. Was haben wir hier? Nö, ich nehme den richtigen. Sind nicht mal negative Effekte. Ich habe mich gerade verdruckt gehabt. Ich wollte nicht die Taste drücken. Also ich habe schon einen ziemlich Negativ-Effekt. Aber es scheint jetzt nicht mehr ganz so schlimm zu sein, in Anführungsstrichen. Zumindest ist das Wetter mal besser. Ich könnte hier schauen, was es hier für Läden gibt.
Ein seltsamer General Store, den nehme ich doch. Da gibt es einen Schmiedehammer, den brauche ich. Ich will wissen, ob da irgendwo ein Schmied zufällig ist, wo ich was verticken kann. Ja, aber habe ich das wohl gewusst? Sehr gut, dann habe ich wieder Geld dabei. Okay, ich hatte gerade schon befürchtet, dass das ein Problem sein könnte. Muss ich auch tatsächlich mal schauen, wie ich den hier eigentlich weiterreiße. Ja, da gibt es tatsächlich nach Osten weiter. Oder warte mal. Ich bin die. Ah, ich hätte auch hier rüber reisen können. Ich. Kluger. Obwohl, ich könnte auch hier rüber reisen. Gut, weiter nach Osten. Ach, da ist der Ortsausgang, sehr schön. Kann sie aber in der neueren Version der Tedious Travel Options Mod
auch einen Hintergrund einblenden lassen für diese Weggabelung, was natürlich sehr viel übersichtlicher ist. Ja, ich habe ihn friedlich gestimmt. Achso, genau. Das tue ich jetzt mal darüber. Genau. So. Dafür, dass es used ist, kann ich es immer noch benutzen. Ich wollte nur wissen, ob das Ausdauer braucht. Nein, braucht es glücklicherweise nicht. Aber dann kann ich sagen, okay. Wood, okay, dann könnte ich tatsächlich schauen, dass ich, dann würde ich hier tatsächlich auch einkehren. Warte mal, ich muss mal schauen, in welche Richtung ich hier weiter muss.
58 Gold, mei, was soll's. Ich kann's mir leisten. Hat ja perfekt gepasst, so wie ich mir das gedacht habe. Dann habe ich noch eins in der Reserve. Noch ein bisschen Essen, da brauche ich nicht einkehren zu müssen. Ich habe hier noch eins, ich Depp. Egal, dann remove ich dich. Dann habe ich auf jeden Fall mal zwei. Und dich esse ich gleich. Was hier gut ist. Dich remove ich und dich remove ich. So. Thank you.
das große reparieren. Genug, ich reise aber weiter. Müsste hier tatsächlich dann rüberreißen, weil das ist ja dann wirklich hier. Das ist die nächstgrößere Stadt. Das ist hier trotzdem am klügsten, hier weiter zu reißen und dann hier hoch zu reißen, müsste Altlate und dann rüber. Dann weiß ich ja schon genau, was ich machen werde. Erstmal das Zeug in den Wagen, was ich nicht brauche. Und dann erstmal campen. Thank you.
praktisch. Essen für eine kleine Mahlzeit für zwischendurch. Du triffst auf jemanden, der roten Mohn sammelt. Vielleicht ein reißender Alchemist? Mir egal, ich penne weiter. Wenn man es genau nimmt, macht schon Sinn, wenn man hier über Land reist, dass man dann, was jetzt? Dass man dann quasi eher die Straßen nutzen sollte, weil die ja befestigt sind. Ich habe doch unterschätzt, wie lang das dauert, nach Shidanshan zu kommen. Ich glaube, hier tue ich tatsächlich einkehren, was tatsächlich gar nicht so blöd ist. Gehe ich hier aber hier rüber. Ist doch richtig günstig. Etwas zu schnell für das Spiel. Ja, das wird ein bisschen aufwendig für die Engine. So. Da gehe ich drum rum. Dafür, dass die Teile nutzlos sind, kann man viel damit machen. Ja, ich weiß. Useless ist nur eine Gegenstandsbeschreibung, deswegen.
Ab hier geht's dann nach Norden, okay. Ich habe genug Essen und anderes Zeug dabei, da kann ich schnell weiterreiten. Und driften. Das wird irgendwie antiklimaktisch. Pferd hat leichte Wegfindungsstörungen, glaube ich. Geht schon. Okay, ja, gut. Ja, dadurch wird man anfälliger für Encounter, die man nicht abwehren kann. Warum sind so viele Assassine hinter mir her? Habe jetzt geschaut, ob ich gut genug gerastet habe.
Fast wie Nacht, aber ein Pfad rauf und runter. Immer doch alles. Ach, da nehme ich Met. Neue. Noch ein Tee. Noch ein Tee. So, und dann reiße ich weiter. Laufe ich mal den Weg. Ja, ich hab den Etikett-Skill benutzt und der hat mir da tatsächlich doch einen Kampf erspart. Egal, ich hab Rationen. Thank you.
Sehr praktisch. Zwei Ortschaften genau hintereinander. Ich bin noch etwas müde, wundert mich jetzt nicht. Ich will, es ist 2, das heißt. Jetzt bin ich mal gut ausgeschlafen. Ork, Grog, okay, klingt auch gut. Ja, das ist das Einzige, man muss nicht aufpassen, dass man tatsächlich den Wagen mitnimmt. Ich habe gerade das Spiel so gestürzt. Dann reise ich weiter. So. Die Kurskorrektur funktioniert nicht so ganz.
Dann gehe ich halt drum rum. Dann rest ich halt, bis ich vollständig geheilt bin. Oh, okay. Jetzt muss ich tatsächlich irgendwo halten. Also man kann wohl nur einen Waterskin nutzen. Was technisch zwar ein bisschen unlogisch, obwohl, warte mal, was passiert denn eigentlich? Wenn ich, nee, ich habe ja mehrere quasi. Empty, achso, ich habe aber ja mehrere, also brauche ich mir da keine Sorgen machen, aber ich... Oder so ziemlich schnell was essen. So, nehme ich dich. Oh, dann nehme ich Stout, ist gut. Gut, eigentlich braucht man bloß einen Waterbag. Naja. Ja, der Teil wird tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen länger, aber es bietet sich gerade an. Ich möchte jetzt bis zumindest in Shit Dungeon in diesem Teil hinkommen. Darüber. Zweites Spiel beginnt. So, hat ja gut funktioniert.
Very pork fried rice. Okay, nehme ich. Werde ich mich nämlich noch mal richtig ausrüsten. Muss jetzt mal schauen, wo die Läden sind. Nächste Beispiel Laden. Scheinst du mit Edelstein zu haben. Jupp, klingt gut. Ja, das ist schon sehr weitläufig. Aber es ist zumindest eine Stadt, wo man denkt, okay, es könnte eine Stadt sein. Thank you.
Das ist ein General Store. Schauen wir mal, ob wir da noch hinkommen, bevor der zumacht. Das kann ja interessant werden. Nicht der Gesprächsdetail, aber mal bietet sich gerade an. Und ein Baum und den anderen haut man sich ins Gesicht. Sehr, sehr gut. Thank you.
Ja, ich finde den Weg da nicht. Das ist meistens schon so. Nicht perfekt, aber mei. Wahrscheinlich am schnellsten ab. Essen. Dezent schon produziert. So. Diesmal möchte ich nicht jagen. Ja, das große Klicken. Thank you.
Hey, ich bin da. Sehr schön. Ich komme in Frieden. Okay. Fuck this shit, I'm out. Ja, das könnte sein, dass ich irgendwie so ein Skill benutzt habe und deswegen, ja. Was ist das für ein Gebilde? Das ist einfach bloß ein Steinhaufen. Naja, so. Die anderen Pilger winken dir zum Abschied, als du dich auf den Weg machst. Ich glaube, da hat es wohl eine Nachricht nicht angezeigt. Naja, was soll's. Thank you.
Der Dieb ist draufgegangen, sehr schön. Ja, jetzt geht's. Ja, der ist zu weit gelaufen, beziehungsweise ich habe den richtigen Punkt nicht gefunden. Werde ich angegriffen oder klang das gerade bloß so? Ich glaube, das heißt ja.
Ja, wirklich perfekt ausgerechnet. Thank you.
Ja, stimmt, da ist die Eingangstür, aber da werde ich tatsächlich jetzt kurz campieren. Gut, ich kann zumindest den Wagen aufrufen. Das ist sehr gut. Genau. Aber an dieser Stelle beende ich den Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, damit das nächste Mal wieder einschalten, dann kümmern wir uns mal um Shedanshand. Ich weiß nicht, ob hier schon Gegner sind. Nein. Ich weiß, dass man tatsächlich... Genau. Command me and entry shall be yours. Ich glaube, da muss man irgendein Wort eingeben. Ich glaube, das war... Okay, nein. Ja, man kann tatsächlich, wenn man weiß... komm. Wenn man das Passwort weiß, kann man sich den kompletten Dungeon sparen. Man erfährt das aber erst, nachdem man den Dungeon gemacht hat, was natürlich Sinn macht. Aber ganz witzig ist, man kann theoretisch das einfach benutzen, um direkt wieder reinzukommen und dahinter sind Gegner. Also, ja. Aber genau. Das, wie es hier weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Und ich werde den Dungeon machen, zumindest einmal, weil ich fand den eigentlich, ich finde das Dungeon-Design immer ganz cool und ja. Zumindest ist die Tür magisch verschlossen, das heißt, ich kriege jetzt nicht eine aufs Maul.